Wir starten in die Monsterwoche mit extrem viel Optimismus bei gleichzeitig starker Überkauftheit der Märkte. Was wird passieren? Wir haben ja am Dienstag die US-Inflationsdaten, am Mittwoch dann nochmal die Erzeugerpreise und natürlich dann die Fed-Sitzung, am Donnerstag dann die EZB-Entscheidung und am Freitag der große Verfall an den Märkten. All das dürfte unglaublich viel Volatilität und Bewegung mit sich bringen. Und wie wir da aufgestellt sind vor dieser Monsterwoche oder zum Start dieser Monsterwoche, das wollen wir uns mal anschauen. Man erwartet seitens der Fed Fund Futures eine Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank jetzt am Mittwoch die Zinsen anhebt von 26,4%. Und das, obwohl die US-Arbeitsmarktdaten deutlich besser waren als erwartet und obwohl wir ja die Inflationsdaten noch nicht haben, die morgen kommen. Das hat damit zu tun, dass einige Fed-Mitglieder sich dafür ausgesprochen haben, einen Skip zu machen, also praktisch die Zinsanhebung im Juni zu pausieren, dann aber wahrscheinlich doch im Juli die Zinsen anzuheben. Viele andere haben sich dagegen anders geäußert. Dementsprechend ist das nicht wirklich klar und das erste Mal seit Jahren nicht wirklich klar, was wirklich genau passieren wird. Wir erwarten hier eine Inflation, CPI-Headline von 0,2% und in der Kernrate einen Anstieg von, wo haben wir ihn, 5,3% zum Vorjahresmonat. Also das sind die Erwartungen, die hier der Fall sind. Jetzt haben wir über zwei Jahre eine Inflation bereits von über 5%, was die CPI-Headline-Zahl betrifft. Die Preise sind maßgeblich gestiegen und all das scheint an den Konsumenten wie an den Märkten wirklich vorbeizugehen. Ist das so? Wir werden sehen. Jedenfalls hier mal Maverick of Wall Street mit einer Tabelle, wie die Dinge einzuschätzen sind, wenn was passiert. Wenn die Inflation höher reinkäme und die Fed dann die Zinsen anhebt, wäre das sicherlich für die Märkte nicht allzu toll. Wenn die Fed trotz höher reinkommender Inflation die Zinsen nicht anhebt, besteht das Risiko, dass die Inflation weiter steigt. Wenn jetzt die Zahl um und bei reinkommt, wie erwartet, plain vanilla, dann könnten wir, wenn die Fed diese Zinspause macht, eine Rallye sehen. Dagegen wohl keine Rallye, wenn die Fed die Zinsen anhebt und so weiter und so fort. Also das sind die Szenarien, die hier zu bedenken sind. Die Marktteilnehmer, gerade im Optionsbereich, die haben sich schon mal wieder dick mit Calls eingedeckt. Man rechnet mit weiter steigenden Preisen. Hier sehen wir mal, dass, was am Freitag passiert ist. Tesla wieder über 5 Millionen Optionen, etwa zwei Drittel davon Calls, ähnlich Nvidia, allerdings deutlich weniger, deutlich geringeres Volumen, Apple und so weiter und so fort. Wir sehen also, Calls dominieren hier ganz klar. Und Spot Gamma, die vielleicht beste Seite für Optionen, sagt, wir sind back to 2021 Levels. Und diese Optionen, die sind immer wichtiger geworden, die sind echte Market Mover, die bewegen die Märkte. Und das wird eben dann noch angefacht durch den Optimismus vieler Privatinvestoren, die kaufen diese Calls. Und hier haben wir jetzt sowohl das Sentiment der US-Privatanleger ist massiv nach oben geschossen in der letzten Woche, wie auch die Investitionsquote von Fondsmanagern, NAAIM. Und normalerweise sind das oder passiert so etwas an Tops, aber diesmal an Markttops, aber diesmal ist sicherlich alles anders, meine Damen und Herren. Und jetzt sehen wir, dass ehemalige Bären aufgeben, Submarinian, eine Dame von Bank of America, die vorher noch gesagt hatte, also kauf besser die großen Tech-Werte nicht, die sind bereits zu teuer, die sagt jetzt, der Bärenmarkt ist offiziell vorüber. Und wir haben eine sehr gute Chance, dass es weiter nach oben geht. Michael Hartnett, ebenfalls von Bank of America, bleibt allerdings hartnäckig und sagt, Bull Markets Breakout Bubbly. Und also der hält das für eine Blase. Anders als die Goldman Sachser, die jetzt ihre Prognose für den S&P 500 auf 4.500 Punkte angehoben haben von 4.000 Punkten. Hier sehen wir mal die großartige History, wenn Goldman Sachs etwas gemacht hat, entweder Kursziele nach unten genommen für den S&P, dann ging es regelmäßig nach oben, oder wenn man Kursziele raufgenommen hat, dann ging es regelmäßig nach unten, als würde man hier absichtlich das machen, um vielleicht den einen oder anderen in die falsche Ecke zu locken. Keine Ahnung, Mike Wilson jedenfalls bleibt bärisch.
Er sagt, die Märkte haben zwei Missverständnisse. Erstens, wir werden eine Earnings Recession sehen und vielleicht eine Rezession. Die Märkte gehen davon aus, wir werden keine Rezession sehen. Und der zweite Irrtum, sagt Mike Wilson, ist, dass man eben davon ausgeht, dass die Fed dennoch die Zinsen senken wird, weil die Inflation so deutlich nach unten geht. Hier sehen wir aber die Leading Indicators, also sehr, sehr viele Indikatoren zeigen, dass wir sehr, sehr wahrscheinlich in eine Rezession gehen. Hier die Frühindikatoren. Immer bei diesen Niveaus haben wir eine Rezession gesehen. Wir sind jetzt übrigens beim S&P 500 ziemlich genau am 61,8er Retracement des Abverkaufs seit Beginn 2022 und eben dann jetzt in der Nähe dieses August-Hochs, das wir im letzten August gesehen hatten mit dieser Rallye. Ein Goldman Sachs Trader sagt, also je länger wir mit der 4.300er Marke hier flirten, umso weniger bin ich davon überzeugt, dass diese Rallye reversen wird, umkehren wird. Hier sehen wir mal dieses Bull-Narrativ, das ja in den Medien jetzt sehr präsent ist. How can we possibly be in a bull market right now? Zwei Buchstaben, Artificial Intelligence, also diese KI. Der Bärenmarkt ist vorüber, aber die Bärenökonomie ist nicht vorüber, heißt es da. Europa oder die Eurozone in einer Rezession und die USA dürften folgen. Rate Hikes, die Folgeeffekte der Zinsanhebungen. Wir sehen bereits bei den Konsumenten Probleme. Wir sehen, dass die Entlassungen steigen. Die Mortgage Rates sind nach wie vor hoch. Wir haben nach wie vor Krieg in Europa. That's a strange place to find a bull market. Und wir sehen, dass vor allem Insider aus dem Bereich KI sehr, sehr stark verkaufen. Ob Nvidia, ob AMD, das sind diejenigen, die jetzt ihre Chips vom Tisch nehmen, während das Retail Money, während die Privatinvestoren schön reingehen. Hier sehen wir mal die Invertierung der Zinskurve. 3 Monate und 10-jährige US-Staatsanleihe mit einer Rezessionswahrscheinlichkeit, die sich gewaschen hat. Jedes Mal, wenn das kam, so war es in der Vergangenheit, dann kam eine Rezession und das war dann nicht gut für die Aktienmärkte. Nein, diesmal ist alles anders. Das sehen wir hier auch. Einkaufsmanager-Indizes weisen klar nach unten. Jetzt eben auch der Dienstleistungssektor. Wir haben eine massive Verknappung der Geldmenge. Wir haben sehr viele Entlassungen, wie ich vorhin schon sagte. Unten sehen wir das mal im Vergleich zum letzten Jahr, was im Mai durch den Challenger Report kommuniziert wird. Da sehen wir schon erste Spuren in Sachen Probleme, auch am Arbeitsmarkt, der ja ein nachlaufender Indikator ist, der S&P 500. Preist eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür schon ein, aber vor allem die Metalle, die wir gesehen haben, oder hier Kupfer, andere Geschichten, die zeigen doch, dass da durchaus ein Abschwung ist. Und jetzt haben wir so einen Split am Markt, könnte man sagen. Wir haben Öl, Immobilien, Banken und Einzelhandel, die sind schon praktisch bepreist für eine harte Landung der Wirtschaft, während Homebuilder, Tech-Aktien und Luxusaktien das überhaupt nicht sind. Also das sind zwei verschiedene Narrative an einem und demselben Markt. Die meisten gehen davon aus, fast 60%, dass wir ein Soft Landing bekommen werden in dieser Umfrage der Bank of America. Aber das ist statistisch nicht sehr, sehr wahrscheinlich, denn wir hatten jetzt 13 Hiking Cycles, also 13 Zyklen von Zinsanhebungen seit 1955 und nur 3 davon endeten mit einem Soft Landing. Also die Chance liegt bei 23%, wenn man die Geschichte bemüht. Und wichtig wird jetzt zu sehen sein, ob der so miserable Market Breadth, also die Marktbreite, es waren ja die wenigen Tech-Aktien, die das Ganze nach oben gebracht haben, ob da jetzt das weitergeht, was wir in der letzten Woche ansatzweise gesehen haben, auch wenn das permanent hin und her ging in Sachen Value und Growth. Hier sehen wir, dass jetzt das erste Mal der Russell 2000 besser performt hat als der Nasdaq. Wenn sich das fortsetzt, wäre das ein gesundes Zeichen für die Märkte, könnte aber bedeuten, dass wenn Tech sich schlechter entwickelt, die Aktienindizes dennoch nicht wirklich steigen, weil einfach die Dickfische dann belasten würden, die vorher das Ganze nach oben getrieben haben. Wir sehen jetzt Eindeckungen auch bei den S&P 500 Futuren, Eindeckungen schon von Short-Positionen. Da ist ein Teil passiert, aber hier sehen wir nochmal die Insider, nicht nur im Bereich KI, sondern wir sehen einen massiven Verkauf von Insidern jetzt, also Corporate Insiders, diejenigen, die ihre Zahlen kennen, Manager der Firmen, die hier, wie ein Bericht des Wall Street Journal hier zeigt, eben verkaufen, während jetzt die euphorisierte Kleingeldmasse sozusagen kauft. Wir sind jetzt beim S&P 500 2 Standardabweichungen über dem 50-Tages-Durchschnitt und das 50 Tage in Folge.
Und das waren jedes Mal eigentlich Short-Term-Peaks, also waren temporär zumindest hier Spitzen des Marktes, Tops des Marktes. Diesmal, meine Damen und Herren, ist sicherlich alles anders. Goldman Sachs erwartet, dass China, um nochmal einen größeren Zusammenhang hier zu zeigen, der uns wahrscheinlich Zeit unseres Lebens beschäftigen wird, die USA nicht bis 2025 überholen wird. Und hier rechts sehen Sie mal eine Grafik zu dem Demografieproblem Chinas. Wir haben jetzt mehr Tote als Geburten und die Tendenz ist klar. Das heißt, die Geburten gehen immer weiter nach unten und das dürfte sich verstärken. Hier sehen wir mal Hochzeiten in China auf einem 37-Jahrestief. Wenn Sie hier mal gucken in China, in den 80er Jahren sind über 25 Millionen Geburten erfolgt, auch etwa bis 2018 waren wir so bei 17 Millionen, jetzt fallen wir unter 10 Millionen, das heißt, wir sehen chinesische Großstädte schrumpfen, da kommt nicht mehr die Unterstützung, das wird nicht mehr der Wirtschaftsmotor sein, China hat praktisch seinen Hochpunkt schon, wenn wir auf diese demografischen Zahlen gucken, eigentlich schon überschritten. Meine Damen und Herren, drei Empfehlungen abschließend, die Fed wird eine Zinspause einlegen, so heißt es hier, aber wahrscheinlich nur vorübergehend. Erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung ist das Big Picture. Wir sind in einem Bullenmarkt oder die entscheidende Woche. Was ist jetzt relevant? Der zweite Artikelempfehlungshinweis von mir. Und Goldman Sachs hebt die Prognose für den S&P 500 deutlich an. Diese drei Empfehlungen unter dem Video. Ich sage jetzt erstmal oder wünsche jetzt erstmal einen guten Start in die Woche und sage Servus und Ciao.